Ja, und selbst vor großen Erntemaschinen machen Diebe nicht Halt. Aber nach wie vor beliebtere Klaufahrzeuge sind natürlich Autos. Laut einer aktuellen Studie übrigens in Ostdeutschland. Dort gehört Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt zu den Autodiebstahl-Hochburgen. Und Autohändler wie Bernhard Kemp und Peter Stieber, die trifft es da immer wieder. Und oft, so vermutet die Polizei, stehen die Taten in einem Zusammenhang. In Seelenruhe kratzt einer der beiden Täter die Scheibe des weißen Transporters frei, den er klauen will. Bilder einer Überwachungskamera in Dessau. Die beiden Diebe knacken die Sicherungssysteme. Es dauert keine 3 Minuten, dann verduften sie mit ihrer Beute. Ich denke, dabei handelt es sich um Auftragsdiebstähle. Sowas wird, wie man so sagt, ausbaldowert. Die gucken sich das dann an. Die wissen, was sind das für Türschlösser? Wie ist das Fahrzeug gesichert? Wo können wir das Gelände schnellstmöglich unbescholten verlassen? Das Autohaus Stieber ist in dieser Nacht nicht das einzige Opfer. Auch den benachbarten Händler hat es erwischt. Also hier stand bis gestern, oder beziehungsweise gestern früh, noch ein wunderschöner Audi A1 und der nun entwendet wurde von wem auch immer und jetzt irgendwo auf dem Weg ist in Richtung Unbekannt. Immer wieder werden bei verschiedenen Autohäusern in dieser Straße Fahrzeuge oder Teile geklaut. Die Händler sind sauer. Man wird dadurch mehr oder weniger demotiviert und frustriert und meiner Meinung nach passiert hier viel zu wenig. Die Polizei ermittelt. Bei einer Komplettentwendung eines Fahrzeuges ist natürlich das Spurenaufkommen, was man da am Tatort vorfindet, nicht sehr hoch. Dennoch ist es den Kollegen gelungen, Spuren zu finden und diese werden momentan einer Auswertung zugeführt. Auf die Polizei wollen sich die Händler hier nicht mehr verlassen. Was jetzt ein angestrebtes Ziel ist von ansässigen Händlern hier, einen eigenen Wachschutz organisieren, der eben tagtäglich nur hier Patrouille fährt, um zu überwachen, dass hier solche Sachen nicht mehr passieren. Die Überwachungskameras alleine scheinen die Täter zumindest nicht abzuschrecken.